Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Video und heute mal ein komplett anderes Video. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Like da lassen und kommentieren. Vielleicht, wenn ihr neu dabei seid, auch gerne mal abonnieren. Das habe ich jetzt noch nicht so gemacht. Ich habe es zwar schon mal in so einer Variante gemacht. Ich werde jetzt mit diesem Team ein Spiel machen im Online-Season-Modus, weil wir müssen für die Wochenaufgabe, um den Manolas Footies zu erspielen, 9-mal gewinnen in Online-Season. Und deswegen werde ich mein erstes Spiel machen. Hab hier mal ein cooles Team gebaut, um die ganzen Special-Cards, die ich während des Foot-Events als SBCs abgeschlossen habe, in einem Team zu zeigen. Hab auch ein paar Footies-Karten reingepackt, meinen rot gezogenen, die frei reingepackt, den ich ja gezogen habe. Das habt ihr alles gesehen. Damit das passend zum Footie-Event nochmal ein cooles Video wird und anschließend an das Gameplay kriegt ihr noch ein kleines Pack-Opening, weil ich habe noch ein paar Sets übrig, die ich eigentlich zum Major League All-Star-Team ziehen wollte. Aber anscheinend kommt dieses Team dieses Jahr nicht mehr raus. Deswegen knallen wir dann nachher nach dem Video noch die Packs raus. Ich möchte nur kurz die Spieler vorstellen. Den Buffon habe ich ja schon mal gemacht. Die Packs habe ich auch gezogen. Alles gerne nochmal abchecken, wenn ihr neu dabei seid, damit ihr nichts verpasst habt. Und ich habe dann angefangen, keine Footies mehr abzugeben, weil ich dachte, da kann man vielleicht nochmal irgendwie ein Team mitbauen. Sieht man ja auch hier, dass es hier passend ist. Zum Beispiel Matuidi, Alexandro und so weiter. Hier zum Beispiel Manolas, den werde ich natürlich upgraden. Und Florenzi. Ich habe am Anfang habe ich natürlich die abgegeben, weil ich dachte, okay, aber dann hast du immer nur das Trikot bekommen. Und ich dachte, man kriegt nachher irgendwas anderes Cooles, aber man hat halt immer nur das Trikot bekommen. Und deswegen habe ich dann irgendwann nicht mehr abgegeben, weil es sich ja gar nicht lohnt, weil ich stoße das Trikot ab, stoße den Spieler ab, den ich viel besser verwenden hätte können. Und dann weiter zum Team. Dann noch die Rossi, müsste eine End of the Era SBC gewesen sein. Genau, Hamšík, Ligen SBC, Ellie kennt ihr ja, Owen als Icon, um alle perfekt zu verlinken, und die SBC von Crouch, den habe ich ja damals gefeiert. Ich hatte schon eh eine Überlegung gehabt, ein Team um ihn zu machen, und dann bietet es sich ja an, in diesem Video, wo wir eh spielen müssen, den ins Team zu packen. Ich bin echt gespannt, hat noch kein Spiel für mich gemacht, wie der abgehen wird. Owen ist krass in der Weekend League bei mir, hat 144 Spiele und hat sogar eine Top Bilanz, was Assists angeht, denn er hat 90 Tore und 90 Vorlagen und das ist schon heftig für Weekend League. Natürlich, ja, mal trifft er nicht, aber wenn der trifft, meistens immer 2er oder 3er Pack, also von daher schon krank. Und dann denke ich mal alles Wichtige gesagt, dann Gameplay und wie gesagt, dranbleiben zum Pack Opening. Wer das Pack Opening früher sehen will, spielt einfach vor bis zum Pack Opening, und wer das Gameplay sich ansehen will, guckt sich das Gameplay an. Und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Erster Schuss vom Gegner, erstes Tor. Das fängt ja super an, wie es meistens immer anfängt, aber meistens drehe ich dann später noch auf. Nicht schon wieder. Nein. 2-0. Sehr schlecht verteidigt, muss ich ehrlich zugeben. Crouch ist durch, aber ich habe keine Anspielstation. Was? Er macht das Tor, hätte ich nicht gerechnet. Schönes Ding. Sehr gut. Nur noch 2-1. Sehr gut. Sieht doch schön aus. Gerne nochmal die Wiederholung abchecken. Gerne nochmal das Tor gönnen. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber schön den Gegenspiel aussteigen lassen. Es lief bisher gar nichts, aber dieses Tor hilft mir wieder ins Spiel reinzufinden. Und meine Verteidigung existiert heute nicht. Denn da ist das dritte Gegentor nach nicht mal 20 gespielten Minuten. Läuft doch richtig gut. 4-1. Ja, Son haut das 4-1 raus. So eine Scheiße. Das ist super gemacht. Crouch ist wieder durch. Kriegt er jetzt das hin? Ich leg einfach mal rüber. Ich mache einfach das 4-2 mit Sweaty Goal, mit Ellie. Wenigstens noch ein Tor fürs Video. Ich weiß, ich habe scheiße gespielt, aber Hauptsache Tor. Gerne nochmal die Wiederholung. Und Crouch gefällt mir sehr gut in der Offensive, auch wenn ich heute nichts hingeschissen kriege. Aber er hat ein Tor gemacht, eine Vorlage und sehr schön. Wenigstens noch das Ergebnis verschönern. So, das Spiel ist aus und ja, ich habe 4-2 verloren. Habe in der Offensive ehrlich gesagt nichts hingekriegt und in der Defensive war der Gegner einfach nicht zu verteidigen. Er war einfach besser als ich und deswegen verdient verloren.
aber hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dem Video bisher, denn ihr solltet nicht abschalten, es gibt noch die Packs und ja, ich werde so reinschneiden, wie ich für am besten halte. Natürlich ist es ärgerlich, dass ich verloren habe, aber was will ich machen, wenn der Gegner besser ist als ich, dann muss man diese Niederlage leider eingestehen, aber vielleicht habe ich ja jetzt noch ein bisschen Packluck und dann legt sich auch wieder die gute Laune hier auf dem Kanal und wir sehen uns gleich bei den Packs wieder. So, hier sind die Packs, es sind nicht die spektakulärsten Packs und ja, es sind halt ein paar Packs, die ich extra mir noch gemacht habe, schnell durch SBCs fürs Major League All-Star Team, wie schon in der Anleitung gesagt, aber das kommt irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, das Spiel war ja schon und deswegen einfach mal ziehen, vielleicht kriegen wir was Gutes. Wir fangen an mit diesem Premium gemischte Spielerset, leider alles bunt drin zwischen Bronze, Silber und Gold, aber wenn da eine Wall rauskommt, dann liebe ich dieses Set. Es kommt mal wenigstens eine seltene Goldkarte raus, die nicht besonders gut ist, aber immerhin eine seltene Goldkarte. Und ansonsten alles zum Verein. Doppelten Sachen können wir auf die Transferliste packen. Außerdem Bronze-Fuzzi, den stoße ich ab. Der vergammelt da nur auf der Liste, da habe ich keinen Bock drauf. So, schauen wir mal weiter. Kleine Sets zuerst. Ronaldo drauf, Ronaldo drin, das wäre echt geil. Sind halt 6 seltene drin, das heißt eine hohe Chance auf eine Wall und es wird schon wieder eine WM-Karte. Wer mein letztes Video nicht gesehen hat, sollte es gerne nochmal anschauen und es ist der älteste Keeper der WM, denn ich glaube, der ist 45 und ja, ist eine scheiß Karte, aber wenigstens immerhin eine Special Card mit 86, da kann noch was hinter sein, ist ein Walkout und ja, genug erzählt, jetzt erstmal wieder Luft holen. Klicken wir weg, schauen wir mal, was noch so da drin ist. Was? Was ist das? Das ist mein erstes Set in dem Sinne. Mein erstes Set in dem Sinne, wo 2 Special Cards drin sind, was tradable ist. Ey, Hammer. Und ich glaube, dieser Joe Mario ist noch was wert. Ich sage immer Ciao Mario zu dem und... Ne, ist nichts wert, aber packen wir erstmal alles in den Verein. Geil, geil. Okay, den Kollegen auch zum Verein packen und dann die Sachen auch. Und dann doppelte auf die Transferliste. Kann ja noch gut werden in diesem Video. Ich hoffe, die dran geblieben sind, die freuen sich noch für mich mit. Und jetzt das nächste. Wieder was Geiles? Nein, leider noch nicht. Aber wir haben ja noch 3 Sets, 3 sind weg. 2 Special Cards aus 3 Sets, ganz ordentlich, einer von Napoli und dann schauen wir mal, dass wir die Doppelten dann wieder auf die Transferliste packen und dann schauen wir mal, was wir noch so ziehen können. Wir machen das 25k-Pack zuerst, die haben mich ja letztens mal richtig hart enttäuscht, sogar das 50k-Pack, sogar 2 Stück haben mich hart enttäuscht und ja, die Serie hält an, die 25k-Packs sind scheiße und die 50k-Packs finde ich auch scheiße dieses Jahr irgendwie. Meistens habe ich ja nicht mal eine Wall in den Sets. Das ist echt traurig. Okay, manchmal kommt da eine gute Karte, aber manchmal einfach harte Enttäuschung. Aber was wollen wir machen? So ist das in meinem Leben. Dann denke ich mal, das mit den 3 seltenen zuerst und dann das mit den 12 seltenen. Sind zwar auch Silberspieler drin, aber okay. Es wird wieder keine Wall, aber ich darf mich nicht beklagen. Ich habe immerhin 2 Special Cards gezogen und ja, schauen wir mal, dass wir jetzt hier die ganzen Kollegen in den Verein packen, die Doppelten auf die Transferliste schön verkaufen später und dann schaue ich mal, dass ich das letzte Set in diesem Video ziehe und einfach auf was Geiles nochmal kriege. Nein, okay, aber immerhin 2 Special Karten in einen Pack gezogen, kommt sehr wahrscheinlich in den Titel, tut mir leid, ist Clickbait, aber ja, so ist das nun mal im FIFA-Leben, man muss mit Clickbait in dem Titel präsent sein, wenn man Klicks möchte. So, dann klatschen wir das alles noch auf die Transferliste, ich gebe es ja offen und ehrlich zu, Clickbait, aber ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und auf jeden Fall danke an alle, die jetzt noch dran sind, ihr habt nichts verpasst, ihr habt nichts bereut. Und hoffe, ich sehe euch auch im nächsten Video wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.